Herzlich willkommen zu einer neuen Chartanalyse. Im heutigen Video schauen wir uns nochmal den Solana-Chart an. Wir haben ja schon bereits vor 2 Tagen ein Video zu Solana hochgeladen und heute schauen wir uns nochmal in einem kurzen Video den Solana-Chart an. Wir haben ja im letzten Video eher den langfristigen Chart und den größeren Timeframe analysiert, doch im heutigen Video möchten wir nochmal mehr auf den kleineren Timeframe gehen. Wer das letzte Video verpasst hat, kann sich das gerne nochmal anschauen, um im heutigen Video nochmal das Ganze mehr zu verstehen. Vor allem, weil auch Bitcoin und auch die anderen Altcoins gestern einen sehr starken Abverkauf gesehen haben, möchten wir euch unser Szenario im heutigen Video vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen auch im Hintergrund direkt mit unserer Chartanalyse an. Wie gesagt, den größeren Timeframe haben wir im letzten Video schon genauer besprochen. Wir gucken uns erstmal das Ganze nur ganz schnell und grob an. Das heißt, hier immer noch 1, 2 übergeordnet und auf dem Weg zur übergeordneten Welle 3. Und unser Ziel können wir uns nochmal ganz schnell anschauen. Das haben wir auch im letzten Video besprochen. Wir präferieren immer noch hier das 12-Fib Extension Level bei rund 145 US-Dollar. Das wäre sozusagen unser bullisches Szenario. Und dieses Szenario möchten wir euch auch heute im Video ganz schnell vorstellen. Dafür gehen wir erstmal in den 2-Stunden-Chart und schauen uns das Ganze hier mal genauer an. Das heißt, das haben wir uns gestern auch schon angesehen. Wir haben hier auch in unserer Telegram-Gruppe das Ganze reingepostet. Und zwar sind wir davon erstmal ausgegangen, dass eventuell hier unsere Welle 4 abgeschlossen ist. Und dann sind wir von einer neuen Impulsstruktur ausgegangen in die Welle 5. Das Ganze wäre dann so ausgesehen, dass wir hier unsere 1, 2, 3, 4 und 5 gesehen hätten. Das war die erste Analyse zu Solana, wovon wir dort ausgegangen sind. Das heißt, wir hätten dann hier unsere 5 abgeschlossen. Aber als wir dann gesehen haben, dass vor allem die Welle B, die wir hier sehen, hier am 0618er stark reagiert hat und auch hier am Target einer Welle C reagiert hat. Das heißt, von der Welle C, die hier entstanden ist, bei der Welle B, nämlich eine A, B und C. Dort haben wir den Zielbereich hier perfekt getroffen und daraufhin sind wir auch davon ausgegangen, da wir hier auch stark abverkauft sind, sind wir ausgegangen, dass wir hier nochmal runterkommen und dass das natürlich jetzt so schnell und vor allem auch so stark passiert, hätten wir natürlich nicht gedacht. Das war gestern auf jeden Fall ein ja volatiler Tag für den Kryptomarkt, aber wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal genauer an und zwar befinden wir uns jetzt hier in einer neuen Impulsstruktur. Und wir haben jetzt in diesem Szenario, das Ganze haben wir auch schon in der Telegram-Gruppe gepostet und euch mitgeteilt. Dort gehen wir nämlich nochmal davon aus, solange hier diese Linie hält, diese liegt ungefähr bei 79 US-Dollar. Das ist nämlich hier unser Top der Welle 1. Und zwar darf die Welle 4 hier nicht unter die Welle 1 kommen. Dann wäre das Szenario, wie hier steht, auch invalidiert. Deswegen müssen wir darauf achten. Wir sehen auf jeden Fall hier, die Welle C hat nämlich hier das Golden Pocket erreicht und auch den Zielbereich, den wir hier eingezeichnet haben. Das heißt, solange das hier alles hält, wäre das Szenario auch noch valide, dass wir hier hoch in die Welle 5 kommen. Den Zielbereich der Welle 5 können wir euch auch ganz schnell einzeichnen. Und wir fangen hier erstmal an bei dem 0786er Fibonacci Level, das bei 130 US-Dollar ungefähr liegt. Und während wir von einer Extension ausdrehen in der Welle 5, hätten wir hier das 1618er bei rund 178 US-Dollar. Das wäre auf jeden Fall ein hoher Preis für Solana, aber wie wir sehen, wäre das Ganze hier charttechnisch möglich. Das heißt, wir würden dann hier, wenn das Ganze hält, einen neuen Impuls in der Welle 5 erwarten. Das heißt, wir würden ausgehen, dass hier die Welle 4 abgeschlossen ist. Nochmal kurz, um zur Welle 4 zu kommen. Die Welle 4 hat hier eine, ja, aktuell eine schöne Flat-Korrektur gebildet. Was ist eine Flat-Korrektur? Eine Flat-Korrektur ist ganz einfach erklärt eine Korrektur aus einem 3-3-5-Muster. Das bedeutet, eine Korrektur besteht immer aus dreiteiligen Bewegungen. Das bedeutet, wir haben hier unsere Welle A, B und C. Das sind sozusagen drei Bewegungen und bei einer Flat-Korrektur ist es so, dass die Welle A auch aus drei Teilen besteht. Das bedeutet, hier hätten wir eine A, B und Welle C runter. Die B muss sowieso immer aus drei Teilen bestehen, da hätten wir eine A, B, C und eine Flat besteht dann immer aus einem Impuls. Der wäre jetzt hier wahrscheinlich ja schon zu Ende hier unten. Oder wir würden nochmal hier eine Welle 4 und 5 sehen. Das würde sich aber jetzt in den nächsten ja, Stunden ergeben. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier schon, wie gesagt, der Impuls zu Ende ist. Dafür müssten wir jetzt nochmal in den kleineren Timeframe gehen. Das wäre aber kurz die Erklärung zu einer Flat-Korrektur. Und danach, wie gesagt, würden wir eine 5-Teile-Bewegung, also einen Impuls, wie hier drüben auch in der Welle 3, in den Zielbereich erwarten. Und dann würden wir hier auch unsere Zielblock erreichen und hätten dann unsere Welle 5 und übergeordnete Welle 3 abgeschlossen. Das wäre aktuell der Fahrplan im kleineren Timeframe zu Solana. Das zweite Szenario wäre ganz einfach. Das haben wir auch im letzten schon besprochen,
dass wir hier oben die Welle 3 abgeschlossen haben, übergeordnet. Und wenn wir das Ganze mal hier ganz schnell wegmachen, in unserer Welle 4 uns befinden. Das bedeutet, wir wären hier in der orangen Welle 4 und würden dann ja von einer weiteren Korrektur ausgehen. Das bedeutet, wir würden nochmal tiefere Preise bei Solana sehen. Wenn wir uns mal hier das Ganze anschauen, wäre das ja ungefähr ein Zielbereich dafür. Wenn wir mal das 0236er dazu machen, dann hätten wir ungefähr Platz bis zu 78 US-Dollar. Aber wie schon oft gesagt, gehen wir bei der Welle 4 meistens hier zwischen dem 0382er und 05er Fibretracement mit Level aus. Das wäre sozusagen hier die mögliche Zone für eine Welle 4, wenn die Welle 3 hier oben abgeschlossen ist. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir schon das ja kurze Update-Video zu Solana. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.